Ich möchte euch alle ganz arg herzlich heute Morgen begrüßen heißen zu unserem Gottesdienst, heute ein ganz besonderer Gottesdienst. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute nämlich die Annemarie und den Ewald Klotz. Ich freue mich total, weil wir heute goldene Hochzeit feiern können. Welches Privileg, wie wunderschön. Ich freue mich total. Genau, und es ist einfach toll, dass ihr heute da seid, dass ihr Familie, Freunde mitgebracht habt. Ja. Euch beiden war das auch so ein Anliegen, mit der Feier heute einfach auch Gott gegenüber so Dankbarkeit auszudrücken. Und ich freue mich, dass wir das heute auch machen können. Wir werden das auf ganz vielfältige Art und Weise tun. Der Instrumentalkreis spielt später. Wir haben gleich noch eine Zeit von Lobpreis. Wir hören eine Predigt, wir beten. Genau. Und das möchte ich jetzt auch zu Beginn jetzt einfach noch machen und einfach den Gottesdienst in Gottes Hände legen. Gott, ich danke dir für den Tag. Ich danke dir für das schöne Wetter. Ich danke dir, dass wir hier sein können, weil du gut bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du den Tag in deine Hände nimmst, dass du segnest, dass du den Gottesdienst segnest und dass du zu uns sprichst und jedem von uns einfach so begegnest, wie wir das heute Morgen brauchen. Amen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Schön, dass wir feiern dürfen. Liebe Annemarie, lieber Ewald, toll, goldene Hochzeit feiern wir heute. Und wir haben eine Predigtserie, die eigentlich richtig gut dazu passt und wir heute beenden. Die heißt Gemeinsam. Wir sind im Mai gewesen und sind jetzt zwar im Juni, aber das Thema Gemeinsam und Miteinander und die Gemeinschaft ist immer noch wichtig. Und gerade auch bei einer goldenen Hochzeit möchte ich heute über ein paar Worte sprechen, über einen Bibeltext, den ich sonst immer, wenn ich Trauungen mache, und das habe ich schon ein paar Mal machen dürfen, vor der Trauung vorlese. Und dann meistens einfach nur als Traubelehrung, so nennt man das Ganze, die Traubelehrung. Ja? Und was mir dabei immer wichtig ist, dass ich sage, hört gut zu auf den ersten Satz, deswegen lese ich ihn zweimal vor. Die Traubelehrung. Nur nach 50 Jahren, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch machen darf, aber wir wollen euch einfach segnen für die nächsten 50 Jahre. Und alle anderen bei uns dürfen auch zuhören. Es geht nicht nur um Beziehungen in Ehen, sondern auch Beziehungen in Freundschaften. Es geht um Beziehungskisten. Ich habe hier vorne eine schöne Kiste hingestellt, auf der steht Vorsicht, zerbrechlich. Ja? Nicht werfen, nicht fallen lassen, nicht runterwerfen, unsere Beziehungskisten. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist mit euren Paketboten. Bei mir ist das so, dass die Pakete nicht immer da landen, wo sie hinkommen. Und manchmal auch nicht ganz sind. Meistens habe ich da noch ein bisschen Sport dabei und gehe noch mal irgendwo anders hin, weil, obwohl ich trotzdem da war, aber so ist es. Es gab noch einen Paketboten und eine Benachrichtigungskarte von einem DHL-Boten, die ist sehr bekannt geworden. Man weiß relativ genau, wo die war und wann das war. Und zwar auf dieser wird der Kunde zunächst erstmal standardgemäß darauf hingewiesen, dass das Paket in seiner Abwesenheit beim Nachbarn abgegeben wurde. Und darunter steht eine Anmerkung auf dem Dach. Heißt es dort. Und ganz handschriftlich erklärt der DHL-Bote dann, vielleicht so peinlich berührt, da sagt er, ich wollte das Paket auf den Balkon werfen, leider mit zu viel Schwung, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Paketboten hattet, ich weiß es nicht. Kann sein, dass bei dem dann bald das Deutsche Olympische Komitee anruft und fragt, ob der in Diskuswerfen mitmachen möchte. Vielleicht hat er einfach nur ein paar Gym-Übungen an dem Tag zu viel gemacht. Man weiß das nicht genau. Aber auf jeden Fall Sachen, die zerbrechlich sind, wie Beziehungen. Und hier ist auch ein bisschen Dankeschön. Heute werde ich super unterstützt. Und nicht nur heute, sonst auch. Was zerbrechen kann. Beziehungen können auch kaputt gehen. Dinge können kaputt gehen. Ja? Klingt wie ein Mafiaspruch. Sachen können passieren. Dinge können kaputt gehen. Woran zerbrechen Beziehungen? Wir haben heute derzeit dieser Tage einiges an Diskussionen über Beziehungen und über Schwierigkeiten in Beziehungen
Ja, man spricht von Toxic Masculinity, von toxischer Männlichkeit, von Themen, die Machtmissbrauch, von Themen, die wie Unachtsamkeit, von viel Druck von außen. Wir haben eine Pandemie hinter uns, die viele Leute psychisch, emotional und auch gerade in ihren Beziehungen viel gekostet hat. Und es gibt häufig viele Gründe, es ist meistens nicht nur eine Sache. Aber eine Sache, die das bewahren kann, was uns wichtig ist, ist genau das, was auf diesem Paket draufsteht. Achtung, Vorsicht, zerbrechlich, nicht fallen lassen. Handle with care, sagt man im Englischen. Mit Sorgfalt, mit Achtsamkeit umgehen. Darauf achten auf eine Beziehung. Weil wenn es falsch behandelt wird und man das dann einfach mal, ich werfe es jetzt nicht oben auf die Empore, da ist die Technik zu teuer und ihr mir auch zu wertvoll, ihr Lieben, dann geht was kaputt. Dann geht was zu Bruch, wenn man Sachen einfach nur wegwirft, unsere Beziehungskissen. Und vor allem auch dann, wenn von außen das System schwierig ist in vielen Situationen, macht es noch mal herausfordernder. Annemarie, Ewald, ihr habt ja auch ein bisschen erzählt, dass das damals gar nicht so einfach war. Von außen war viel Druck da. Ja, viel Druck. Ich werde es nachher noch mal kurz erwähnen, da war eine berühmte Chorfreizeit und die hat dazu geführt, dass ihr gesagt hattet, ja, irgendwann. Ihr habt dafür euch entschieden zu sagen, wir gehen den Weg gemeinsam. An vielen anderen Stellen ist Druck manchmal sehr schwierig. Und den Bibeltext, den wir heute ansehen werden, da geht es auch ganz genau um das, ging es um gelingendes Miteinander von Mutter, Vatern, Kindern, Sklaven. So fühlt sich vielleicht mancher manchmal bei der Arbeit, aber Gott sei Dank haben wir das heutzutage nicht mehr. Und Chef innerhalb von einer römischen Kolonie und Lebensgemeinschaft. Und es geht um die engen Beziehungen von damals und die vielleicht auch da kein Auge trocken gelassen haben. Und es geht um Macht, um die dunklen Seiten von Macht, um Machtmissbrauch. Und um den Bibeltext zu verstehen, habe ich gesagt, ausnahmsweise heute mal, werden wir den Bibeltext später vorstellen. Mir ist es wichtig, dass wir die Familiensituation von damals verstehen und das Umfeld verstehen, sonst wird es missverstanden. Wenn wir die Familiensituation, das Umfeld nicht verstehen, wird der Bibeltext und die Bibel auch komplett missverstanden. Daher ganz kurz einen Einblick in die Familiensituation und ich habe dazu einen alten Liebesbrief rausgesucht. Einen sehr alten, nicht von euch, weil ihr habt nicht so viele geschrieben, habe ich gehört. Ihr musstet das nicht, ihr habt euch auf anderen Wege getroffen. Aber von einem Paar. Der Mann war Wanderarbeiter. Dieser Brief wurde gefunden, man datiert ihn so auf den 17. Juni 1 vor Christus. Wir mussten ihn in meinem Griechischunterricht irgendwann mal übersetzen. Er ist ein Brief aus Alexandria, gefunden in Oxyrhynchus. Der Brief wurde von einem armen Wanderarbeiter geschrieben, quasi wie eine Postkarte. So. Und ich lese ihn euch einfach mal vor, ein kleiner Liebesbrief. Und wir gucken ihn uns in ein paar Sekunden mal an. Hilarion an Ales. Ales war die Frau, die er liebte, oder seine Frau, der Schwester zum Gruß und an Berus, meiner Herrin, und an Apollinaris. Also er hat gleich mehrere Leute angeschrieben, als er diesen Brief geschrieben hat. Papier, Pergament war damals sehr, sehr, sehr teuer. Papyrus ist das, also das ist Papyrus. Man hat recht viel dort gefunden auch, ganz viele Bibelfragmente ausgegraben. Also etwa 40% der heutigen Bibelbestandteile wurden an diesem Ort gefunden. Und jetzt an dieser Stelle, das war der Grußformel. Und dann wisse, dass wir auch jetzt noch in Alexandrien sind. Wahrscheinlich hat er sich verspätet. Ängstige dich nicht. Wenn sie alle nach Hause kommen, dann werde ich in Alexandrien bleiben. Ich bitte dich inständig, kümmere dich um das Kindlein. Und wenn wir sogleich den Lohn empfangen haben, werde ich ihn dir hinaufschicken. Er sagt quasi, er bleibt noch ein bisschen länger zum Arbeiten dort, kümmere dich um das Kindlein. Wenn du ein Kind bekommen solltest und es männlich ist, dann lass es am Leben. Wenn es weiblich ist, setze es aus. Du hast Aphrodias gesagt, vergiss mich nicht. Wie könnte ich dich vergessen? Ich bitte dich nun, dass du dich nicht ängstigst. Ist jemandem was aufgefallen? So ein liebevoller Brief und dann kommt mittendrin so einfach mal so der Hammer, wenn es weiblich ist, setzt das Kind aus.
Wenn das weiblich ist, setzt das Kind aus. Damals vielleicht eine Situation, ich möchte den Mann gar nicht erstmal verurteilen an der Stelle, vielleicht aus wirtschaftlichen und sonstigen Notwendigkeiten und Schwierigkeiten heraus, aber eine richtig schwierige, herausfordernde Situation. Und mich bewegt es immer wieder, wenn ich in den Nachrichten oder in anderen Medien von Familientragödien höre, wo auch Kinder betroffen sind. Und da wir auch Kinder anwesend haben, möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Mein Herz tut da weh. Es blutet, wenn ich das mitkriege. Selber Papa, mir tut das so weh von zwei Mädchen. Und gerade zu hören auch, wie viele Frauen, wie viele Mädchen leiden müssen und niedergemacht werden. Und Kindesaussetzung, ja auch Kindesmord gab es schon ganz viel in ganz vielen menschlichen Kulturen. Es gibt es bis heute auch in China und Indien, pränatal und postnatal, je nachdem. Und bei den Römern war es so, da war das gang und gäbe, da war es erlaubt. Und zwar, das hatte mit einer Sache zu tun, mit dem umfassenden Recht des Pater Familias, so wurde er genannt, der Hausherr. Ja, Pater Familias. Er hatte uneingeschränkte Autorität über Tod und Leben in einer Familie. Er war der uneingeschränkte Herrscher über Kinder, Kindeskinder, also Enkel, Mütter, Sklaven, Diener und alle anderen Familienangehörigen. Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor der Ewald. Wir haben heute keine Kameras mitlaufen. Heute läuft das Ganze nur per Audio und hinterher werden die PowerPoints gezeigt, ausnahmsweise. Stellen wir mal ganz kurz vor, der Ewald wäre der Pater Familias. Wer wäre alles zu dieser Großfamilie zugehörig? Seid ihr da? Könnt ihr mal ganz kurz winken oder aufstehen oder so? Einmal kurz zeigen und winken, wer da alles zugehörig ist. Bist du der Älteste in deiner Familie, Ewald? Der Zweitälteste. Ist dein älterer Bruder auch mit hier vor Ort? Nicht da. Dann wärst du jetzt der Pater Familias. Und als Pater Familias durfte man es in den damaligen Zeiten, da hat der römische Staat sich einen rechtsfreien Raum gegönnt, jedes Familienmitglied unterdrücken bis zu töten. Du durftest sagen, wenn eine Ehe dir nicht gepasst hat, hättest du scheiden lassen können, einfach so Leute wegschicken können und. Das war das Recht des Pater Familias, der Hausherr. Der Hausherr vertrat die Familie auch gegenüber den Göttern und er konnte all dieses tun. Und diese gesellschaftlichen Probleme wirkten natürlich in die Familie. Man musste sich gut stellen mit dieser Person. Die hatte auch den Anspruch von allem Lohn. Alle haben quasi gearbeitet nur für diese eine Person, theoretisch. In der damaligen Person. Ich weiß, bei euch ist das nicht so. Gott sei Dank. Bei euch ist es nicht so. Ganz und gar nicht. Aber diese Familiensituation hatte ganz starke Auswirkungen. Ganz starke Auswirkungen auf ganz viele verschiedene Bereiche. Und wenn der Vater es nötig halt hielt oder politisch irgendwie sinnvoll, dann konnte er einfach sagen, diese Ehe ist geschieden und er verheiratete den Sohn neu mit jemand anderem. Das war damals möglich. Und so kann man sich vorstellen, wie viele zerbrochene Herzen und Beziehungen da waren. Ich weiß es nicht, was das mit der Liebesbeziehung zwischen Ales und Hilarion gemacht hat, als er sagte, wenn es ein Mädchen ist, dann setze es aus, töte es. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das emotional etwas ist, was ganz schwierig ist. Und wir kennen das vielleicht von damals, aber mancher von uns kennt das vielleicht auch von heute noch in anderen Formen. In anderen Formen. Und ich hoffe, ja, ich will niemandem in irgendeiner Form hier zu nahe treten, auch ganz besonders euch nicht. Ja? Ganz und gar nicht. Aber dass wir merken, wir hatten Menschen vielleicht, die missbräuchlich gelebt haben, die uns unterdrückt haben, die uns niedergehalten haben, manchmal auch eigene Familienangehörige. Und wir merken dann, wow, da ist was in mir zerbrochen an Beziehung. Ich möchte gar keine Beziehung. Ich weiß selber, ich musste lange kämpfen damit, dass ich überhaupt sagte, ich möchte jemals heiraten. Meine Eltern sind beide jeweils dreimal geschieden. Die Eltern meiner Frau auch beide, jeweils drei und zweimal nur. So. Wir haben eine riesige, interessante Patchwork-Familie. Und für uns, sich zu entscheiden, dass wir sagen, wir lassen uns trauen und wir gehen diesen Schritt, hieß es, wir mussten manche Verletzungen erstmal ins Tageslicht bringen, die da waren. Manche Themen erstmal ansprechen. Und vielleicht kennt ihr das selber.
Ehe hat heutzutage auch keinen guten Ruf, weil vielleicht auch manches an Verletzungen und Schwierigkeiten da gewesen sind. Und wir nicht gelernt haben, damit umzugehen, mit den Verletzungen und diese Themen aufzuarbeiten. Und damals war das eine Form von struktureller Sünde, so würde ich es einfach mal nennen. Sachen, die schlecht sind für Beziehungen, die strukturell so sind. Heute haben wir andere Themen, die strukturell schwierig und schlecht sind. Mega Gehaltsgefälle zum Beispiel, Probleme mit Menschen untereinander. Probleme, dass Menschen nicht an einem Ort wohnen können, dass sie es nicht schaffen, auch irgendwie Familie in der Nähe zu haben, wenn sie Kinder haben. Was müssen manche Eltern darunter leiden? Deswegen bin ich dankbar für Gemeinde, dass wir einander unterstützen können. Ich könnte heute hier nicht predigen, wenn nicht Gemeinde da wäre. Meine Frau ist gerade auf einer Pfadfinderausbildung und Gemeinde unterstützt gerade mich, denn die sind gerade bei den Kindern. Und deswegen, wenn wir darüber reden, jetzt unseren Bibeltext anzuschauen, dann möchte ich sagen, diese Intention von Gott war quasi genau diese Situation, diese Problematiken nicht zu verschärfen, sondern aufzulösen und ein neues Miteinander zu schaffen. Und jetzt lese ich diesen Bibeltext, der knallt so ein bisschen rein. So sage ich das einfach mal. Und ich habe gedacht, der ist ein bisschen länger. Wir haben bestimmt Personen hier, die zu den verschiedenen Personengruppen gehören, die Väter sind. Gibt es Väter hier unter uns? Ja? Super. Wenn ich Väter lese an dieser Stelle nachher, dann bitte Väter, steht auf. Gibt es Frauen unter uns? Wenn ihr könnt, steht auf. Ja? Gibt es einige Frauen hier? Dann bitte Frauen, steht auf. Ja? Ihr werdet sehen, wie lange dürft ihr stehen und wie lange stehen andere. Männer gibt es auch, dann dürft ihr Männer gern auch aufstehen. Gibt es Sklaven hier? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, aber Kinder dürfen auch aufstehen. Kinder dürfen auch aufstehen. Ja? So. Und dieser Bibeltext macht etwas deutlich, dass die Bibel was revolutionär anders sieht als die damalige Kultur- und Zeitsituation. Deswegen, ich lese mal diesen Bibeltext und ich mache es langsam, und gebe einen Hinweis darauf, wer dann aufstehen könnte, und hört einfach gut zu. Aus Epheser 5, Vers 21 bis 6, Vers 9. Dort steht: Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen, sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Bleibt ruhig stehen kurz. Ihr müsst nicht lang stehen, die Männer stehen länger. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner. Liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso sollen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern er sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ihr Kinder, wenn Kinder hier sind, die meisten Kinder sind auch unten im Kinderprogramm, schön, dass ihr da seid. Sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört. Denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben.
Und ihr Väter? Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Ihr Sklaven? Wer sich so empfindet, der darf gerne aufstehen. Sollt euren irdischen Herrn gehorchen, achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigen Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herrn zu gefallen, wenn sie dabei stehen. Vielmehr versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herren, also man könnte da jetzt Arbeitgeber nennen, aber ich bin da vorsichtig an dieser Stelle, und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der kein Mensch bevorzugt. Soweit der Bibeltext. Jetzt ist euch vielleicht was aufgefallen. Martin Luther, der große Reformator und auch Bibelübersetzer, der hat als Überschrift über diesen ganzen Text gewählt, die Haustafeln. Ein neues Wort hat er dafür erfunden, Haustafeln. Und darin geht es quasi um ein liebesvolles Miteinander in Beziehung, wie das gelebt werden kann. Weil genau diese Texte wurden in der Vergangenheit ganz häufig missverständlich interpretiert. Sie wurden verstanden als Texte, die die Frauen unterdrücken sollen, die Männer unterdrücken sollen. Aber wenn wir jetzt den zeitgeschichtlichen Kontext anschauen und den Bibeltext, dann zeigen die ganz genau das Gegenteil. Und zwar das Thema Unterdrückung wurde vielleicht auch beworben als das Thema Unterordnung. Und das schauen wir uns mal kurz heute an, diesen Bibeltext. Wir haben vorher etwas gelesen, das für alle galt. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig. Was steht da? Einander unter. Einander unter. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das wird ganz häufig übersehen, man springt immer gern zum nächsten Text. Aber damals war es so, man hat nicht die Möglichkeit gehabt, das einfach fett zu schreiben und eine Überschrift so zu markieren und Überschriftgröße 1 mit Absatz, sondern man hat einen Satz oben drüber gesetzt, an den Anfang gesetzt, der galt quasi für das ganze Kapitel, für den ganzen Bibeltext. Um deutlich zu machen, darum geht es. Es geht um Miteinander, sich gemeinsam unterzuordnen unter Christus. Und deswegen dann auch die Anrede an Frauen, Männer, Kinder, Sklaven und alle anderen, die sich alle einander unterordnen sollten. Und ihr hört das Revolutionäre schon raus, wenn wir den Pater Familias im Hintergrund hören. Das ging gar nicht. Das gab es zu dieser damaligen Zeit nicht. Ein Pater Familias musste sich niemanden unterordnen aus seiner Familie. Das brauchte es nicht. Er war derjenige, der bestimmte über Leben und Tod. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ein Pater Familias musste sich auf einmal unterordnen. Was war das denn? Ist das revolutionär? Ich meine ja. Ich meine ja. Da ging es darum, das komplett anders zu leben. Da ging es darum auch, dass diese Person sich unterordnet und einordnet. Wir haben die Texte ganz häufig, und ich selber auch, so interpretiert zu sagen, naja, der eine muss sich dem unterordnen, der andere den und so, und ganz oben steht der und der hat es sagen. Aber lass uns mich noch ein paar Sekunden dazu was erklären. Einfach nochmal die einzelnen Gruppen kurz durchgehen. Im Mittelpunkt steht die Achtung vor Gott, der das Schwache liebt und wertschätzt. Und deswegen diese Aufforderung, alle sollen sich gegenseitig unterordnen. Nicht das Recht des Stärkeren oder Mächtigeren regiert in seiner Gemeinde, sondern die gegenseitige Rücksichtnahme. Jesus hat das vorgemacht, ne? Zum Beispiel bei der Fußwaschung, hat ein Beispiel gegeben, wie wir miteinander umgehen sollen. Ja, der Diener, der da ist, der hilft, der unterstützt, als ein Vorbild gesehen. Und in diesem Unterordnen sind nicht nur die Frauen gemeint, sondern alle. Und in dem ganzen Text fällt auf, dass es verschiedene Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Und es wird jeweils immer die schwächere Gruppe zuerst genannt, im ganzen Text.
Also zuerst die Frauen gegenüber den Männern, die Kinder gegenüber den Eltern bzw. Vätern, die Sklaven gegenüber den Herren. Also immer zuerst die eine Gruppe und dann die mächtigere Gruppe. Ja? Und immer geht es darum, dass gerade nicht nur der eine das Sagen hat oder der andere nicht nach dem Motto, ich Chef, du nix, sondern eher so, ich bin zwar dein Chef, aber du kennst dich besser aus, du hältst mir den Rücken frei und ohne dich wäre ich nix. Ohne dich wäre ich nix. Der Mann nicht ohne die Frau. Und an dieser Stelle, ihr habt es schon gemerkt, 2,5 Verse für die Frau, 8 Verse für die Männer. Wer musste da wohl besser zuhören? Und deswegen auch die Aufforderung an die Frau, nicht an die Männer, sich ihrem Mann unterzuordnen, wie Christus aus Liebe, da Christus für sie gestorben ist. Und nicht nur aus gesellschaftlicher Achtung und aus diesem Thema. Und ich glaube, eine Sache wollte Jesus damit ganz zeigen, vor allem durch diesen ersten Satz oben drüber, dass wir das ganze Machtthema gerne mal aus Beziehungen ausklammern sollten vielleicht. Dass es mehr um ein Miteinander geht. Dass wir versuchen, diese Machtthematiken einfach mal beiseite zu legen und uns selbst zu sagen, das Vorbild Christi zu nehmen, der selbst gesagt hat, ich gehe auf diese Welt, ich komme in den Stall, ich gehe mitten in eine Futterkrippe hinein, die nicht sauber und ordentlich war. So, ich weiß nicht, wie die bei euch waren, die Futterkrippen. Habt ihr die Viehhaltung gehabt eine Zeit lang? Ja, schon, ne? So, bei euch waren die vielleicht sauberer, aber ich weiß nicht, ob ihr eure Babys da reingelegt hättet. Aber Jesus sagt, er kommt mitten hinein in diese Welt. Mitten hinein in die Futterkrippe, mitten in unser Ding. Er hat sich selbst erniedrigt bis zum Tod, sagt der Philipperbrief, Philipper 2. Und dieses von Jesus als Vorbild zu sehen. Und das soll dann auch aus Achtung vor Christus miteinander passieren. Jesus hat sich schon erniedrigt. Viel tiefer als er kann ich mich gar nicht erniedrigen. Petrus hat sich, glaube ich, gewehrt dagegen, so gekreuzigt zu werden wie Jesus und sich andersrum hat kreuzigen lassen. Aber das sind nur mehr Legenden. Und ganz wichtig, dieses Thema Unterordnung galt für verheiratete Frauen dem einzelnen Mann gegenüber im Innenverhältnis und nicht irgendwelchen anderen Jungs oder Männern gegenüber, die denken, sie könnten Macho spielen. Nach außen galt das nicht. Und da ging es auch um was anderes. Und zwar, wenn die Kultur so war außenrum, dass nur das Wort des Mannes etwas gegolten hat zu dieser damaligen Zeit. Wenn diese Kultur so war. Und wir sehen einen Mann, der Christ geworden ist. Und dann hatte dieser Mann nämlich ein Problem, weil alle anderen würden den nicht mehr achten, wenn seine Familie einfach nur rumspringen würde und nicht mehr auf ihn hören würde. Deswegen war der Mann darauf angewiesen und quasi hilfsbedürftig durch seine Familie, damit er überhaupt seinen Glauben leben konnte in seinem Umfeld. Und deswegen braucht es dieses Miteinander. Es ging nicht darum, eine neue Hierarchie aufzubauen oder Strukturen aufzubauen, sondern es ging um Miteinander. Es ging um dieses Zusammengehören. Und die Anweisung an die Männer waren diesbezüglich auch sehr deutlich. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frau mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde liebt. Ganz ehrlich, ein Maßstab, den wir niemals erfüllen können. Aber es ist gut zu wissen, dass Jesus uns liebt. Trotzdem, auch wenn wir es nicht erfüllen, liebe Männer. Dass Jesus uns liebt und vergibt und uns immer wieder Mut macht. Eine Sache vielleicht, die irritiert, das war die Sklaventhematik. Also Sklaven zu sehen, man hat mir gesagt, Jonathan, du bist doch Christ. Ihr Christen glaubt doch an Sklavenhaltung. Das steht doch hier auch da und ganz viele Südstaatler und so, die haben doch da so argumentiert. Und ich könnte auch sagen, auf der anderen Seite, William Wilberforce war auch Christ und hat als Christ, also ein englischer Politiker, genau die Sklavenhaltung abgeschafft aus christlicher Perspektive. Warum sagt Paulus an dieser Stelle nichts dazu? Für Paulus war Sklavenhaltung genauso normal, wie für uns es ist, den Strom einzuschalten, das Licht einzuschalten und morgens die Mikrowelle oder den Kaffeeautomaten. Sklavenhaltung war damals üblich in dieser damaligen Gesellschaft. Und er konnte sich vielleicht keine Welt ohne Sklavenhaltung vorstellen, so wie wir uns sie nicht vorstellen können, ohne Elektrizität. Und die Behandlung der Sklaven und die rechtlichen Bestimmungen dazu unterschieden sich auch ganz deutlich von Land zu Land und von Besitzer zu Besitzer in der antiken Welt enorm. Viele Sklaven wurden auch geschätzt und respektiert wie Familienmitglieder, die zugehörig sind. Und viele wurden fahrlässigen und unmenschlichen Herren und Herren benutzt und in allen nur erdenklichen Arten und Weisen missbraucht.
Und doch war das einfach Teil dieser damaligen Welt. Und Paulus nahm das erstmals gegeben hin und sagt nicht, wir müssen es jetzt reformieren, weil er wusste, ganz viele Leute, die da sind, sind Sklaven, die können von sich aus da gar nichts ändern. Er hat ihnen quasi den Mut gemacht, einen Weg zu gehen, der Jesus entspricht und ihrer Lebenssituation. Und das ist das, was ich in der Bibel immer wieder sehe. Dass wir nicht jemand anders werden müssen, nicht eine andere Person, nicht in eine andere Lebenssituation kommen müssen, um Jesus zu folgen. Wenn ich Arbeit hätte, sagt mir der Arbeitslose, dann könnte ich ja Jesus nachfolgen, aber so geht das nicht. Wenn ich nur besser Deutsch könnte, dann könnte ich ja auch dabei sein. Wenn ich nur weniger arbeiten müsste, dann würde ich ja auch mit Jesus reden. Und wenn ich nur dann, dieses Wenn, dann, fühlt sich ad absurdum, wenn wir wissen, dass wir einen Gott haben, der allmächtig ist und der jede Lebenssituation schätzt und bei uns ist in unseren Lebenssituationen. Und deswegen auch diese Bemerkung an die Kinder. Ich finde es eine bemerkenswerte Sache noch dazu, ganz kurz, weil das Bemerkenswerte bei den Anweisungen an die Sklaven und an die Kinder besteht darin, dass die Kinder und die Sklaven offensichtlich in den Augen von Paulus das haben, was wir Rechte nennen. Was wir Rechte nennen. Vielleicht Kinderrechte wird derzeit diskutiert. Und zwar genauso wie die Eltern und die Herren. Wenn die Philosophen der Antike damals Verhaltensregeln aufstellten, dann hieß es einfach immer nur, du musst gehorchen als Sklave und als Kind musst du dich unterordnen. Punkt. Aber Paulus betont die gegenseitige Verantwortung. Eltern müssen sich ihren Kindern gegenüber angemessen verhalten. Was heißt das denn? Dass sie nicht harsch reagieren, dass sie nicht aus Wut und Hass das Kind schlagen. Ein Kind kann sich nicht wehren, wenn wir in unserer Wut sind. Eine Riesenkatastrophe, deswegen müssen wir lernen, mit unseren Wut und mit den Sachen umzugehen und nicht es am Kind rauszulassen, dass es nicht wehren kann. Damit das Kind nicht irgendwann mal Reaktanz entwickelt, sich gegen uns wendet, weil sie es gar nicht mehr hören will und dann immer nur noch weggeht. Und es gibt diese Trotzphasen und all diese Sachen und glaubt mir, ja, terrible too, sagt man, ich habe auch eine 2-jährige Tochter gerade. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. So. Und mit Familien und mit Erwachsenen und mit Älteren ist es auch nicht einfach. Ganz ehrlich nicht, ihr lieben Geschwister. Und deswegen brauchen wir Gott. Wir brauchen Gnade, wir brauchen Kraft dazu. Und das war auch etwas, was ihr beide mir gesagt habt. Ihr habt immer wieder Gnade Gottes empfangen. Ihr könnt zurückschauen und sagen, Gott war uns gnädig. Gott war uns gnädig in all dem. Ihr habt gesagt, wir haben bei Weitem nicht alles richtig gemacht. Aber wir wissen irgendwie, Gott war uns gnädig. Er war dabei. Er hat seinen Segen gegeben. Und deswegen dieses Thema Unterordnung, das heißt ein Verzicht darauf, andere überragen zu wollen und gegenseitiger Dienst, der sich an den Nöten und Bedürfnissen der schwächsten Glieder orientiert. Das ist Gemeinde. Jesus, der einfach stehen geblieben ist, Kinder gesegnet hat. Jesus, der stehen geblieben ist, mit Blinden unterwegs gewesen ist. Der sich um die gekümmert hat, die gerade nichts galten. Und das ist ein Markenzeichen von christlicher Kirche und Gemeinde. Jahrhunderte später ist es passiert, dass es einen Edikt gab im Römischen Reich, als die Christen mehr wurden. Das Mädchen nicht mehr weggeworfen, man hat sie damals auf den Mist geworfen, tatsächlich werden dürfen. Und zwar, der erste Anfang, das ist ganz interessant, man hat gesagt nämlich, das gab da einen Briefwechsel dazu, ich spare den mir jetzt aus, zeitlich, zwischen einem römischen Kaiser und jemand anderem, der sagte, ja, die Christen, die bringen uns echt in Bedrängnis, weil die kümmern sich um unsere Alten und nehmen die Kinder auf, die wir alle nicht wollen und erziehen die und so. Die leben irgendwie besser als wir. So. Wir können da gar nichts dagegen sagen, weil die besser als wir leben. Wir müssen das auch tun. Deswegen dürfen wir unsere Kinder nicht mehr auf den Mist werfen. Interessant, interessant, wie sich Dinge verändern können. Aus Achtung vor Christus, da fängt es an. Ja? Da fängt es an, dieses Miteinander. Und deswegen kommt immer wieder diese Konfrontation, wo wir meinen, Herrscher sein zu müssen über andere Beziehungen. Wo Gott uns dann fragt, ganz leise, und dich fragt und mich fragt, hey, wie gehst du eigentlich mit dem anderen Menschen um? Und ich finde es auch gut, dass wir als Gemeinden darüber reden, über Machtmissbrauch und über solche Themen, weil die gerade gesellschaftlich super wichtig und notwendig sind. Dass wir nachfragen dürfen, dass Transparenz da sein darf und soll. Dass man nicht in den Senkel gestellt werden muss, weil man andere Meinung hat. Sondern dass wir es schaffen, miteinander in Liebe umzugehen.
mit einer Klarheit, mit einer Ausrichtung, aber in Liebe miteinander umzugehen, transparent zu werden an den Stellen und sagen, hey, guck mal, so und so ist das. Und dass Gott uns dabei hilft, weil das brauchen wir. Wir brauchen seine Kraft dazu. Mancher wird jetzt sagen, naja, Jonathan, was ist jetzt nun mit dieser Kiste? Ich glaube, dass Gott niemand ist, der einfach sagt, ich werfe die Sachen weg. Es gibt eine uralte japanische Kulturtechnik. Das macht man bei Keramik. Ich habe jetzt hier Glas drin. Ich lasse das besser, bevor ich mir hier noch schneide. Ja. Die nehmen die Glasscherben einzeln raus, die Keramikscherben, betrachten sie, gucken, wo sie hinpassen und formen eine neue Vase daraus. Und dafür diesen Leim und für diese ganzen Bruchstücke, da nehmen sie Gold und machen das besonders wertvoll, gerade unsere ganzen Brüche, gerade unsere ganzen Nöte, gerade da, wo wir Verletzungen haben, wo die Sachen passiert sind. Und im Psalm 147, Vers 3 steht, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und ich glaube, nichts sehnlicher braucht unsere Gesellschaft, braucht unser Miteinander. Als heile Herzen, heile Beziehungen, dass wir einander wieder in die Augen gucken können. Dass wir einander vergeben können, wo es notwendig ist. Und dass wir da, wo Bruchkanten sind, Gott darum bitten, dass er sagt, dass er da sein Gold drauf schmiert. Und bei uns etwas neu heilt und neu befreit. Deswegen möchte ich uns einladen, noch miteinander zu beten. Und wer möchte, darf gern mit aufstehen. Wir gehen einfach mal so vor Gott. Jeder kennt seine Beziehungen. Einfach vor den Herrn stehen, sitzen, wie du möchtest. Einfach, vielleicht schließ die Augen dazu. Und Jesus, du siehst, wo wir unachtsam gewesen sind. Aber auch, wo wir unachtsam behandelt wurden. Und wir bitten dich um Heilung. Wir bitten dich darum, dass du da kommst mit deinem Gold. Dass du was Wunderschönes Neues drauf machst. Dass du was zusammenbringst, was wir selbst nie was zusammenbringen können. Und danke, dass wir gerade dieses Gold leben dürfen als Gemeinde. Mit den Verletzungen, mit den Nöten, den Schwierigkeiten, den Menschen, die wir sind, als zerbrochene Menschen. Dass wir miteinander umgehen dürfen. Da, wo Menschen Kinder verloren haben, möchte ich dich darum bitten, dass du sie jetzt heilst innerlich und anrührst. Da, wo Beziehungen und Ehen am Zerbrechen sind, möchte ich dich darum bitten, dass du eingreifst, dass du heilst, dass du zeigst, wie neues Möglichkeiten miteinander möglich ist. Da, wo Kinder sich von Eltern abgewandt haben und nicht mehr in der Nähe sind, heile bitte. Da, wo wir Kinder viel zu früh verloren haben, greif du ein. Wir bitten dich um die kleinen Risse, die manchmal große Auswirkungen haben können, dass du auch diese heilst. Und dass wir es schaffen, Herr, in Einheit mitten an dir unterwegs zu sein. So gib uns Kraft, diese Woche darauf zu achten, auf unsere Beziehung. Dass wir miteinander gut umgehen können. Dass wir einander nicht in die Ecke werfen oder aufs Dach oder irgendwo anders hin und sagen, das ist uns egal. Gib uns die Kraft dazu und hab Dank, dass du uns dein Vorbild bist, du der Beziehungskitter. Hab Dank, dass wir das feiern dürfen heute, dass du liebst und dass du in jedes einzelne Herz gehen kannst und du heilst, gerade da, wo was zerbrochen ist. Amen. Amen. Wir werden gleich miteinander ein Lied vom Instrumentalkreis hören. Ich möchte alle, die online jetzt noch dabei geblieben sind, erstmal Hochachtung aussprechen, dass ihr das geschafft habt, ohne Video, sondern nur mit Folien. Wir wünschen dir Gottes Segen, der Herr ist auch bei dir, auch da, wo bei dir Not ist. Er möchte heilen.